Herzlich willkommen zur vierten SharePoint-Sendung mit dem heutigen Motto Wandel. Ja, Wandel und Arbeitswelt 2.0. In unseren ersten drei Sendungen haben wir uns ja ein bisschen mehr produktorientiert um SharePoint, um Office 365 und um Yammer gekümmert. Und heute wollen wir mal ein bisschen hinterfragen, wie ändern sich Unternehmen, ändert sich die Unternehmenskultur, wie vollzieht sich der Wandel Unternehmen und... Genau, für diesen Wandel haben wir folgende Themen für die heutige Sendung vorbereitet. Themen der heutigen Sendung. Interview Stefan Grabmeier zum Wandel in Unternehmen. Case Study Change Management bei der RTL Medien Group. Babette Videos zum Intranet-Start. Produkt Collaboration Manager auf Knopfdruck. Frage, wie kann man den Nutzen von Social messen? Bei uns in der Sendung hat sich heute auch etwas gewandelt. Wir haben die Steffi Groschow von der Agentur Perrot, die sonst die Sendung ja produziert, mit vor die Kamera gebracht und heute als Expertin für das Thema Social Collaboration und Communication dabei. Hallo. Ja, und Wandel, würde ich sagen, Gernot, wandel dich mal und geh mal in die Wandelhalle. So, Gernot wandelt in der Wandelhalle. Erst nochmal herzlich willkommen in der SharePoint-Sendung, Steffi. Danke. Sag uns doch mal, was du mit Wandel zu tun hast. Ich begleite mit meiner Agentur Perlroth Unternehmen auf dem Weg zur Arbeitswelt 2.0. Es geht um Change Management, Mitarbeiteraktivierung und Kommunikation, vor allen Dingen bei Social-Intranet-Projekten, die ja einen großen Wandel hervorrufen in den Unternehmen. Ja, was heißt denn Wandel im Unternehmen? Was hat man sich darunter vorzustellen? Es sind viele Sachen, die sich im Unternehmen wandeln. Ich mache es mal an drei Beispielen fest. Ich glaube, so wo es am deutlichsten wird, ist das der Wandel vom Haben zum Teilen. Der Glaubenssatz, Wissen ist Macht, stimmt nicht mehr so. Es geht darum, um Informationen wirklich mit den Kollegen zu teilen. Es geht darum, transparent zu kommunizieren. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist das Zusammenarbeiten. Es geht darum, dass nicht mehr ein Einzelner ein Problem löst und eine Arbeitsaufgabe vollzieht, sondern es geht darum, dass Unternehmen über die Abteilungsgrenzen hinweg sich vernetzen, dass Experten aus vielen Unternehmensstandorten zusammenkommen und ein Problem lösen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, es geht um das flexible Arbeiten, es geht sogar um mobile Zugriffe auf die Arbeitsdaten, es geht darum, vom Homeoffice aus auf die Daten zuzugreifen. Es geht darum, unabhängig von Raum und Zeit flexibel zu reagieren auf Arbeitsanforderungen. Das sind ja alles recht weiche Faktoren, wie man so schön sagt. Es hat wenig mit Technik zu tun. Wie ist denn so das Verhältnis im Unternehmensumfeld zwischen Technik und weichen Faktoren? Ich glaube, diese Einführung von Social Intranets sind keine technischen Projekte, sondern es geht wirklich darum, eine neue Arbeitsweise im Unternehmen einzuführen. Und deshalb hat dieser technische Part eigentlich nur so einen Prozentanteil von etwa 20%. 80% sind wirklich diese weichen Themen, ist der Change, ist der Wandel in den Unternehmen. Also wird es Zeit, sich mal um den Wandel zu kümmern und das machen wir in unserer heutigen Sendung. Genau. Wie steht es um das Social Enterprise in deutschen Unternehmen? Unser heutiger Interviewgast Stefan Grabmeier kann uns dazu einiges erzählen. Er berät Unternehmen in diesem Gebiet. Herr Grabmeier, Sie waren Leiter des Center of Excellence Enterprise 2.0 bei der Deutschen Telekom. Inzwischen sind Sie als Berater für große Unternehmen auch zu dem Thema Social Enterprise unterwegs. Drängt sich die Frage auf, wie ist die Situation im Lande in den deutschen Unternehmen zu diesem Thema? Also ich beschäftige mich seit rund 4 bis 5 Jahren mit dem Thema und erlebe eine sehr heterogene Situation. Also es gibt diejenigen, die sind früh gestartet, wie auch eine Deutsche Telekom. Es gibt diejenigen, die früh gestartet sind, die aber jetzt in so ein Tal der Tränen eintauchen. Und es gibt viele, die sich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigen. Aber so nach 4, 5 Jahren hat man so einen, glaube ich, einen ganz guten Blick, was funktioniert und was funktioniert weniger gut. Und so der subjektive Eindruck wird auch durch eine aktuelle Gartner-Studie bestätigt, die sagt, dass bis 2016 rund 50% der Unternehmen Social Software einführen oder eingeführt haben und davon rund 80% ihre Ziele, die sie damit verfolgen, nicht erreichen werden. Und das ist eine ziemlich frappierende Situation.
Klingt sehr ernüchternd, ganz ehrlich. Kann man etwas dagegen unternehmen? Gibt es etwas, woran sich Unternehmen orientieren können, um das zu verbessern? Also meiner Wahrnehmung heraus wird es sehr häufig isoliert betrachtet. Also es ist ein IT-Projekt oder ein Kommunikationsprojekt oder ein Marketingprojekt oder sonst. Und alleine das Ziel, was man mit Social verfolgt, ist Vernetzung. Von daher tauchen wir hier in wirklich, ich sage mal, vernetzte Logiken ein, wie man solche Projekte aufsetzt. Ein wichtiger Punkt, denke ich, ist immer der Bezug zur Strategie und zur Business-Strategie in den Kontext herzustellen und auch zu erkennen, es geht um vier zentrale Faktoren, dass wir hier über das Thema Organisations- oder eine Transformation, eine Organisationsentwicklung sprechen, dass wir über Verhaltensveränderungen sprechen, von Führung und Mitarbeiterverhalten, dass wir über Andersarbeiten sprechen und dass wir dadurch verstehen müssen auch, wie arbeiten Menschen und wie können wir sie durch soziale Technologie unterstützen. Und immer dann, wenn das auf die Business-Strategie einzahlt, dann glaube ich, ist es der richtige Nährboden, um mit Social Enterprise auch erfolgreich zu sein. Social Enterprise-Projekte sind eher komplex und vielgestaltig. Was gibt es für Möglichkeiten, das zu clustern und vielleicht auch ein bisschen diese Komplexität rauszunehmen? Komplexität rausnehmen ist gar nicht so einfach, clustern schon eher. Wir haben ein Konstrukt gefunden, wie wir diese vielen Bälle, die in so einem Projekt in der Luft sind, einordnen können. Wir nennen das Canvas, wir haben das eine Re-Lead Canvas genannt, also Re-Lead für die Veränderung der Führung und Organisation. Und wir ordnen das in 9 Feldern ein. Und wir merken, da sind wir inhaltlich jetzt nicht mit neuen Themen unterwegs, sondern es ist einfach ein Konstrukt, ein Vorgehensmodell, wie Unternehmen ihre Themen einordnen können, wo sie sehen können, wo sind blinde Flecken, wo sie sehen können, was funktioniert heute schon gut. Und es ist ja ein schönes Vorgehensmodell, was die Sache ein bisschen leichter macht. Gibt es da Anhaltspunkte, an denen man sich, gibt es auch Methodiken, um sowas im Unternehmen dann auch umzusetzen? Ja, Methodiken gibt es einige. Ich halte es da relativ einfach. Es gibt für mich 4 Stufen. Das fängt bei dem Sollen an, bei dem Kennen, bei dem Können und bei dem Wollen. Und das Sollen ist der ganze strategische Aspekt. Also warum sollen wir denn das tun? Was gibt es denn für einen Grund aus unserer Business-Sicht heraus, warum wir Social werden sollen? Das Kennen hat sehr viel mit dem Kommunikativen. Wie bringe ich es den Menschen und den Mitarbeitern denn auch näher? Das Können sind die Skills. Ich muss lernen, mit neuen Methodiken entsprechend umzugehen. Und das Wollen, das hat auch motivatorische Aspekte. Also das geht schon wieder in Richtung in mehr Kultur. Das hat vor allen Dingen auch viele nicht digitale Themen, wie ich Menschen einfach dazu motiviere, auch in dieses Thema einzusteigen. So, dann nochmal nachgefragt. Social Enterprise-Projekte laufen nicht immer ganz optimal, gelinde ausgedrückt. Es gibt eine ganze Reihe von Hemmnissen. Gibt es da etwas, was man mal ganz konkret als wiederkehrendes Hemmnis benennen kann? Warum scheitern die Projekte ganz oft? Ich glaube, es hängt an den alten Mustern. Also man versucht, ein neues Thema zu besetzen, das man in der Theorie auch, glaube ich, oft gut aufgreift. Aber man führt sie mit alten Mustern ein. Und das, was ich erlebt habe und meine Erfahrung zeigt, dass Sie auch ein Social Enterprise Projekt als ein Social Projekt betrachten müssen. Und das fängt bei der Projektzusammensetzung an. Das ist kein reines Abteilungsprojekt, das ist kein reines IT-Projekt, sondern hier gehören viele verschiedene Facetten rein. Vernetzung lebt durch Diversität und genauso muss ich ein Projekt aufsetzen. Das heißt, ich sollte verschiedenste Experten mit einbringen, die einfach aus ihrer Sicht und aus ihrer Anwendungssicht vor allen Dingen ja, hier einen wertvollen Input bringen. Das Thema Feedback ist sehr, sehr wichtig. Also wie baut ein Unternehmen userspezifische Software auch, ja, und wie bindet es den User-Feedback entsprechend mit ein. Das Thema der Sponsoren von oben natürlich ein wichtiger Punkt. Das Thema, wir haben es bei der Telekom als ein Think Tank genannt, also wir haben ein offenes Gremium gehabt, wo jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, wirklich teilnehmen konnte, seine Meinung einbringen konnte. Das waren meist die Vordenker von dem Thema. Das heißt, wie kommen Sie sonst an die Expertise auch entsprechend ran, wenn Sie nur in Projektstrukturen denken? Also das Thema des öffnenden Prinzips, das müssen oder sollten Sie auch in Ihrer Projektstruktur umsetzen.
Bei Social-Projekten sind ja Anwendungsfälle sehr interessant, an denen man sich orientieren kann und an denen man auch den Erfolg messbar machen kann. Können Sie vielleicht so Anwendungsfälle benennen, wo Sie gute Erfahrungen gemacht haben für Social? Also das Schöne ist ja, Social heißt ja erstmal Nutzungsoffenheit. Das heißt, es gibt fast keinen Anwendungsfall, den Sie nicht nutzen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Das heißt aber wiederum, Sie brauchen Menschen, die sich Gedanken darüber machen, welche Prozesse kann ich denn Social machen. Also wir haben in der Telekom haben wir gute Erfahrungen gemacht und sehr früh begonnen mit dem Thema, wie können wir Serviceprozesse durch Social Media, das war jetzt eine externe Sicht, durch Social Media denn anreichern und zielgruppengerecht kommunizieren. Das war nach außen. Wenn wir nach innen gehen, haben wir zum Beispiel aus dem Ideenmanagement heraus festgestellt, dass Ideen, die in einer Community erstellt werden, wesentlich höhere Effekte haben, monetäre Effekte, niedrigere oder schnellere Durchlaufzeiten, höhere Akzeptanz im Management und haben so begonnen, einen Prozess, der früher sehr seriell war, den um einen Community-basierten Ansatz anzureichern, mit unglaublichen Erfolgen. Super. Klingt so ein bisschen futuristisch wahrscheinlich für das eine Unternehmen. Lassen wir uns mal einen Blick auch in die Zukunft wagen. Wie sieht Social Enterprise vielleicht in 3 bis 5 Jahren aus? Was könnten sich für Dinge entwickeln? Also so einen kleinen Teilschritt durfte ich schon miterleben, nämlich von einer sehr heterogenen Toolstruktur kommend. Also wir hatten zum Beispiel bei der Telekom, bevor wir gestartet sind und eine einheitliche Social-Infrastruktur hatten, sind wir von 46 verschiedenen Kollaborationsplattformen gekommen, was absoluter Wahnsinn war. Das merke ich jetzt auch bei den Herstellern, dass Hersteller immer in mehr Integration auch Produkte anbieten. Also von daher glaube ich, ist in 2, 3 Jahren ist es völlig normal, dass das Social viel stärker in den Businessprozessen, in den Anwendungen etc. drin ist. Und jetzt eben nicht getrieben aus einer Initiative, aus dem Unternehmen, sondern rein von der Anwendungsseite. Und das finde ich auch gut so, weil wir müssen weiter rein. Das Thema Social CRM ist wichtig. Also alles, was in die Anwendungsfälle in den Unternehmen reingeht, ganz wichtiger Punkt. Das Erste. Das Zweite, die Wechselwirkung innen-außen. Also das öffnende Prinzip eines Unternehmens, mit wesentlich mehr Stakeholdern von außen zu arbeiten als mit innen, zumindest im Innovationsbereich, ja, ist ein großes Thema. Aber genauso die Logik nach innen zu verfolgen, also die Crowd-Innovation auch von innen zu sehen. Und damit habe ich gute Erfahrungen schon gemacht. Wir haben zum Beispiel Tools eingeführt oder Verfahren wie die Jams. Also wie wir digitale Großgruppenkonferenzen machen. Wir haben Prognosemärkte eingeführt, also ein Instrument, was man eigentlich aus der Marktforschung von draußen kennt, ja, was man aber genauso gut nach innen nutzen kann, um die kollektive Intelligenz der Mitarbeiter wirklich sehr, sehr schnell, einfach und zielgerichtet fürs Management zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir schon weit über ein Experimentierstadium hinaus. Und das jetzt sauber zu verknüpfen, ich glaube, das in den nächsten 2, 3 Jahren. Und dann steckt viel, viel mehr Effizienz drin und dann lassen sich die Themen auch viel leichter rechnen. Jetzt sprechen wir über die Unternehmen. Letztendlich sind aber die Mitarbeiter, die dann diese Social-Strategie dann tragen. Wie gehen die mit diesem Veränderungsprozess um? Ähnlich leicht und schwer wie mit allen anderen Veränderungsprozessen. Also nur weil da Social draufsteht, ändern sich die Grundmechanismen überhaupt nicht. Und das ist wichtig zu wissen. Ich habe immer sehr oft gehört, ja, Herr Graubmeier, für Facebook gab es doch auch keine Schulung. Das ist vollkommen richtig. Ja. Aber es ist ein Unterschied. Und wie ich es vorher auch gesagt habe, wir sprechen über anders arbeiten. Wir verändern Verhaltensweisen, wir verändern Führungsverhalten. Und immer dann, wenn ich über Veränderungen von Verhalten spreche, dann muss ich begleitend tätig werden. Und ich glaube und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Enabling, also das Fitmachen der Mitarbeiter, einer der wichtigsten Hebel überhaupt ist in den Veränderungsprozessen. Die Menschen an die Hand zu nehmen, ihnen die Ängste zu nehmen, die auch vorhanden sind, ihnen die Möglichkeiten zu geben, in einem Raum sich mit dem Thema beschäftigen zu dürfen, Zeit zu haben, reflektieren zu können und ihnen die nötigen Skills an die Hand zu geben. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Erfolgsgaranten. Herr Graubmeier, vielen Dank für das Gespräch. Sehr aufschlussreich. Danke. Ich danke Ihnen. Der Wandel zu Social Collaboration und Social Communication ist ohne begleitende Kommunikation und Change Management nicht denkbar. Ein Beispiel, wo genau das berücksichtigt worden ist, ist die Einführung der Plattform KIT bei Info Network,
einer Gesellschaft der RTL Medien Group. Die Einführung einer sozialen Plattform ist kein rein technisches Projekt. Eine Einführung erfordert den Wandel in Organisationen. Dieser sollte durch Change Management und Kommunikation begleitet werden. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren wir in unserer heutigen Case Study bei der Info Network, einer Gesellschaft der RTL Mediengruppe. Begleitet hat dieses Projekt mein heutiger Gesprächspartner Lutz Hirsch. Er ist Geschäftsführer von Hirschtech. Herr Hirsch, was war das Besondere beim Change Management bei diesem Projekt? Change Management drückt sich oft ja auch sehr allgemein aus. Das sind Wandel der Organisationsstrukturen, Wandel der Unternehmenskultur. Hier in diesem Projekt galt es ganz konkret, den Wandel der Kommunikation zu begleiten. Wie geht man mit E-Mails um? Wie werden Newsletter beispielsweise anders gestaltet, dass Mitarbeiter mit E-Mails nicht sehr stark belastet werden? Und wie geht man mit Dateien um? Wie ist die Zusammenarbeit der einzelnen Redaktionen optimaler zu gestalten? Und diesen Wandel ganz konkret galt es zu begleiten. Info Network produziert die Nachrichten- und Magazinformate der Mediengruppe RTL Deutschland. Dazu gehören die regelmäßigen Sendungen RTL Aktuell, RTL Nachtjournal, Punkt 12 oder Explosiv das Magazin. 30 Redaktionen mit 650 Mitarbeitern arbeiten dafür täglich zusammen. Nachrichten und Bilder aus aller Welt müssen in kürzester Zeit verarbeitet werden. Was ist KIT und was waren die Herausforderungen? Ja, KIT ist eine Zusammenarbeitsplattform auf der Basis von SharePoint 2013. Die Herausforderungen kann man schnell auf den Punkt bringen. Wir haben zum einen die Erfordernis gehabt und haben sie immer noch, dass innerhalb von Teams die Informationen besser ausgetauscht werden müssen. Denn viele Mitarbeiter haben das beklagt, dass sie die Informationen nicht finden, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen. Und zum Zweiten möchten wir die Teams innerhalb unserer Firma besser zusammenbringen, beispielsweise in Projekten. Deshalb sind die verschiedenen Bereiche in KIT auch miteinander verbunden und jeder kann auf jedem Bereich mitarbeiten. In einem ersten Workshop mit der Pilotgruppe von Info Network haben wir den SharePoint-Standard besprochen. Wir haben Teamsites, die MySites und die Blogs im Standard gemeinsam uns angesehen und haben die Nutzeranforderungen an diese drei Bereiche aufgenommen. Dabei kam heraus, dass die Nutzer eine sehr viel klarere, einfachere Struktur benötigen und auch eine klare Orientierung in einer einfachen Navigation für sich in Anspruch nehmen. Daraus mit verschiedenen Wireframes, die wir dann in weiteren Workshops mit den Nutzern gemeinsam besprochen haben, hat sich dann eine Lösung entwickelt, die CBC technisch umgesetzt hat und immer wieder in weiteren Workshops verfeinert hat, sodass das gesamte Projekt eigentlich davon geprägt war, dass die Nutzer vom ersten Tag an einbezogen waren. In weiteren Workshops haben wir dann mit der Pilotgruppe von Info Network den Wandel in dem Umgang mit Mails und Dokumenten besprochen. Wir sind alle Newsletter gemeinsam durchgegangen und haben uns immer überlegt, welche Newsletter-Formate können in Blog-Formate oder können auch in Newsfeeds übertragen werden und haben dann gemeinsam den Wandel in diesen Bereichen besprochen. Wir haben auch die Arbeit mit Dokumenten gemeinsam ausgearbeitet, sodass wir dann gesehen haben, welche Dokumentenformate eher zentral gehalten werden, an welchen Dokumenten eventuell gemeinsam gearbeitet werden muss, um ganz spezifische Anwendungsfälle für die einzelnen Redaktionen herauszuarbeiten und den konkreten Nutzen für die neue Plattform auch zu identifizieren. Die Mitarbeiter wurden durch umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen ins Boot geholt. Herr Trunk, welche waren das? Also wir haben zuallererst großen Wert darauf gelegt, dass viele Mitarbeiter von Anfang an sich einmischen konnten ins Projekt, Feedback geben konnten und auch ihre eigenen Belange einbringen konnten. Also hatten wir neben dem Projektteam von Anfang an eine Gruppe von Vertretern aus unseren Abteilungen. Und zum Start des Portals selber haben wir unter anderem kleine Giveaways verteilt. Wir haben mehrere Zeichentrickfilme produziert, in der die verschiedenen Bereiche des Portals vorgestellt werden. Der Blog, die MySite, die Teamsite. Und zum Schluss haben wir schließlich noch ein kleines Gewinnspiel gestartet, um möglichst viel Aktivität auf die Plattform zu bekommen. Wir starten mit der KIT Home. Auf der KIT Home haben wir im Prinzip die Schaltzentrale für das gesamte KIT-Projekt vereint. Wir haben im oberen Bereich eine Teaserfläche, in der wir unsere Promotion-Filme verlinkt haben. Und wir haben darunter eine Absprungleiste auf die wichtigsten Applikationen.
und stellen dann halt im wesentlichen Teil Inhalte aus Kit zusammen, sodass das Stöbern innerhalb dieses Systems unterstützt wird. Die Teamsites haben wir in einer Übersicht zusammengefasst, in der wir zunächst mal einzelne Teamseiten empfehlen können. Und wir haben darunter eine sehr strukturierte Übersicht der Teamsites nach Kategorien, in denen man sehr schnell die Teams, die relevant sind, für sich auffinden kann. Wesentlicher Teil in dem Projekt war, dass wir eine sehr gute Unterstützung der Geschäftsführung hatten, die sich jetzt auch in einem Blog innerhalb dieses Systems regelmäßig an die User von Kit wenden und aktuelle Informationen über die Blogs zur Verfügung stellen. Wir haben uns im Rahmen dieses Projektes auch ein paar Regeln gegeben, die wir in einer Netiquette zusammengefasst haben. Auch die ist über die Kit-Home-Seite erreichbar. Zum Start des Projekts haben wir ein kleines Gewinnspiel durchgeführt. Dieses Gewinnspiel war in Form einer Karte. Hier ploppt ein Würfel raus, in dem nochmal alle Seiten von Kit beschrieben sind. Und dieses Gewinnspiel animiert die Benutzer dazu, auch sich mit diesem Würfel zu fotografieren und sofort unter einem Hashtag Ich bin dabei, weil oder als Redaktion Wir sind dabei, weil in einem Feed zu posten. Also bei mir kommt Kit auf jeden Fall positiv an, durch die Möglichkeit, dass man, sagen wir mal, redaktionsübergreifend, abteilungsübergreifend an Dokumenten, an anderen Dateien gemeinsam zu arbeiten, ohne dass man jetzt 25 Versionen davon hat, hat man eigentlich die Möglichkeit, relativ strukturiert zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, firmenübergreifend gemeinsam in Projekten zu arbeiten. Und früher war das eben ein Problem, weil die Mailflut doch relativ groß war. Seit wir Kit haben, haben wir jetzt schon gemerkt, hat sich das drastisch verringert. Ein bisschen problematisch sehe ich, dass das Tool sehr mächtig ist. Wir haben die Möglichkeit, über Newsfeed, über Blogs und sonstige Dinge zu kommunizieren. Das erschlägt am Anfang die Kollegen, gerade wenn man vielleicht nicht auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, auch im Privat, ist da einfach eine Hürde, die man nehmen muss. Ich glaube, dass das uns ganz gut gelungen ist, indem wir die Leute sehr vorsichtig herangeführt haben. Wir haben die Führungsmannschaft auch mitgenommen. Das kommt bei uns Mitarbeitern auch an. Wenn der Chef sagt, wie das funktioniert, dann fühlt man sich einfach erstmal ein Stück weit sicherer. Und insgesamt ist es auf jeden Fall ein Schritt nach vorne für uns. Es ist jetzt noch ein sehr junges Projekt, aber ich bin mir sicher, dass das einfach auch eine Grundlage ist, um weiterhin zukunftsfähig zu sein. Dann viel Erfolg mit Kit. Wie eben gesehen, wurde die Einführung der Plattform Kit mit Videos unterstützt. Das ist bei den Mitarbeitern wesentlich besser angekommen als gedruckte Broschüren, denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Babette zeigt uns heute in ihrem Kinotag einige Beispiele, wie man Videos für den Intranet-Start verwenden kann. Das ist Babette, die virtuelle Mitarbeiterin der Agentur Perlroth. Heute lädt sie zum großen Intranet-Kinotag ein. Also seien Sie gespannt und lehnen Sie sich zurück. Videos sind eine hervorragende Möglichkeit für den Intranet-Start. Sie sorgen für Emotionen und begeisterte Mitarbeiter sind im Intranet aktiver und teilen bereitwillig untereinander Informationen. Schon der Intranet-Start lässt sich durch ein Video viel leidenschaftlicher und authentischer ankündigen als per E-Mail. Hier drei Beispiele. Film ab! Erstens, die Nachwuchskräfte aus dem Microsoft Partner Trainee-Programm erhalten vorab ein paar neugierig machende Einblicke in ihr neues Intranet. Zweitens, der Vorstandsvorsitzende der ANWR schwört die neue Community in einer Videobotschaft auf das Intranet-Portal ein. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ANWR Group,
Was lange währt, wird endlich gut. Und deshalb freue ich mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass unser neues Mitarbeiterportal MyANWR ab jetzt für Sie bereitsteht. Ab jetzt ist sozusagen MyANWR Your ANWR. Ich freue mich darauf und ich hoffe, Sie haben viel Spaß dabei. Drittens, MAN Diesel und Turbo bewirbt das neue Intranet mit einem außergewöhnlichen Video bei der Belegschaft. Now it is here. Merging the business to one company. One power entity. Atlas. The brand new intranet for MAN Diesel and Turbo. Videos erklären Usern anschaulich, wie das Intranet funktioniert. Gerade bei den ersten Schritten. Aber auch später eingestellte Mitarbeiter können im Hilfecenter stöbern, um sich schneller in ihrem Portal zurechtzufinden. Im ersten Beispiel dazu führt die Leitfigur Michelle durch das Intranet. In einem aufwendigen Einführungsvideo erklärt sie auf unterhaltsame Weise die Funktionalitäten und vor allem Vorteile des Intranets. Das ist Michelle. Ihren Job bei der ANWR Group fand Michelle ganz okay, aber jetzt gibt es MyANWR. Zum Beispiel, wenn Michelle einen Kollegen sucht. Den findet sie jetzt auf Anhieb. Wo er oder sie sitzt, was er macht, wie er aussieht und sogar seine privaten Interessen. Michelle findet, MyANWR ist wie Facebook, nur viel nützlicher. Ein Screencast, gemacht von einem Power-User, zeigt, wie das Intranet funktioniert. Wesentliche Komponente ist also, dass ihr dann euren Kollegen und Mitstreitern folgt, die ihr interessant findet. Auch das ganz kurz demonstriert und gezeigt. Das heißt, ich gehe hier auf Folgen und rufe dann die Personen auf, denen ich folgen möchte. Ich nehme das mal ein Beispiel Babette. Das wird dann aus der Adressliste aufgelöst. Ein häufiges Ziel bei Intranet-Projekten ist die Vernetzung der Mitarbeiter untereinander und das Schaffen eines positiven Arbeitsklimas. Schauen wir uns das an. Gleich zu Beginn empfiehlt sich ein Film über die Projektverantwortlichen oder Power-User. Das sorgt für Vorbilder und Anerkennung. Hier ein Ausschnitt aus dem Connect-Intranet-Film von Axel Springer. Da kommt Kathi ins Spiel. Sie ist Teilprojektleiterin Change Management von Connect. Sie erklärt, lang gediente Techniken wie Mailsysteme und Ordnerstrukturen werden durch Connect abgelöst. Connect ist unsere neue Plattform, die die vernetzte Zusammenarbeit unterstützt. Ziel ist, dass jeder bei Axel Springer damit arbeitet. Rubriken wie Team des Monats oder Unsere Helden porträtieren Mitarbeiter, ihre Projekte und Arbeitsplätze. Unternehmen können ihre verschiedenen Standorte, sowohl national als auch international, vorstellen und so die Größe ihres Wirkungskreises verdeutlichen. Bleibt die Frage, wie kann man Videos kostengünstig produzieren und die User selbst dabei einbinden? Mitarbeiter filmen mit ihren Smartphones. Die eingebauten Kameras liefern oft schon ausreichende Qualität. Eine Kamera steht aufnahmebereit in einer Videoecke, zum Beispiel für Vorstellungen, Statements und Umfragen. Das Unternehmen verteilt Kameras an eifrige Videoredakteure, die Interessantes aus dem Unternehmensalltag aufstöbern. Übrigens, sinnvoll ist es, alle Videos in einer zentralen Mediathek im Intranet abzulegen. Dann viel Erfolg beim Erstellen von Videos für Ihr Social Intranet. Ich unterstütze Sie gern. Christian Groß von der Solutions to Share zeigt uns heute den Collaboration Manager. Mit dem Collaboration Manager ist man in der Lage, quasi auf Knopfdruck auf der Basis eigener Vorlagen sich die neue SharePoint-Sites zu erstellen und sich damit praktisch wiederkehrende und wiederholte Tätigkeiten in dieser Anpassung der SharePoint-Site zu ersparen. Hallo, mein Name ist Christian Groß. Ich bin Geschäftsführer der Solutions to Share und ich zeige Ihnen heute, wie Sie Projekt- und Teamräume effizient erstellen und verwalten können. Sie kennen alle das Problem. Wo beantrage ich eine Teamsite? Welche Vorlage soll ich auswählen? Wie bringe ich Anpassungen in bestehende Vorlagen?
Und wo werden eigentlich all diese Teamseiten verwaltet? Mit unserem Produkt, dem Collaboration Manager, gebe ich Ihnen heute auf all diese Fragen eine Antwort. Wir beginnen mit der Erstellung von Teamseiten, passen dann bestehende Vorlagen an und synchronisieren die Änderungen in bestehende Arbeitsbereiche. Beginnen wir nun mit der Erstellung von Teamsites. Für die Beantragung einer neuen Teamseite können Sie unter dem Button Neues Element aus verschiedenen Vorlagen wählen. Wir nehmen die Teamsite-Vorlage. Wir gelangen nun zu einem benutzerdefinierten Dialog, in dem wir Teamsite-Metadaten wie auch den Verantwortlichen sowie die Teilnehmer der Teamsite erfassen können. Nach der Bestätigung des Dialogs gelangen wir auf die Liste der Arbeitsbereiche. Der Collaboration Manager generiert im Hintergrund nun eine Teamsite und nach der Generierung erscheint die URL im Dialog. Durch das Drücken auf den Hyperlink gelangen wir nun auf die Teamsite. Die Teamsite wurde aus der von uns ausgewählten Vorlage generiert. Das beinhaltet die komplette Navigation, die komplette Inhaltsstruktur und einige Webparts. Zusätzlich gibt es noch ein Webpart zur Anzeige von Teamsite-Metadaten, ein Webpart zur Anzeige von SharePoint-Gruppen und Verantwortlichen, ein Mini-Kalender-Webpart zur Anzeige von Terminen und ein Webpart, welches die letzten Änderungen der Seite anzeigt. Jeden ist es schon passiert. Wir haben bei der Erstellung der Vorlage etwas vergessen. Kommen wir nun zur Anpassung und zur Erstellung von Vorlagen. Um die Vorlage nun zu bearbeiten, gehen wir auf die Dokumentenbibliothek Templates und wählen die Vorlage Teamsite aus. Wir ergänzen nun in der Aufgabenliste eine weitere Spalte mit dem Namen Anfangsdatum und fügen außerdem ein Webpart in die Landingpage hinzu. Nun speichern wir die bearbeitete Seite ab und speichern anschließend über den Site Actions Button das Template ab. Nachdem wir nun alle Änderungen vorgenommen haben, müssen wir diese Veränderungen nun auch in die bestehenden Teamsites migrieren. Dies macht der Collaboration Manager für Sie automatisch, indem er die Veränderungen aus der Vorlage in eine, mehrere oder in alle Teamsites synchronisiert. Um die getätigten Änderungen nun in den Arbeitsbereich zu synchronisieren, müssen wir nur den Button Arbeitsbereich synchronisieren unter dem Site Actions Menü betätigen. Der Collaboration Manager fügt nun alle weiteren Anpassungen automatisch hinzu. Das betrifft das Webpart wie auch die Spalte in der Liste. Und was Sie mit diesen flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten alles realisieren können, würde ich Ihnen gerne an ein paar Beispielen demonstrieren. Mit unserem Partner RK Consulting GmbH haben wir bei der Krones AG ein komplettes Projektportal realisiert, welches aktuell 500 Teamseiten mit sich bringt. Mit der Smarter Business Group haben wir bei der PO AG eine komplette Bauakte mit vielen Erweiterungen umgesetzt. Und mit der IOZ AG wurde bei der Bison AG die komplette Zusammenarbeitsplattform, welches Projekträume, Gremien, Kundenräume, Partnerräume und Abteilungsseiten betrifft, mit dem Collaboration Manager realisiert. Probieren Sie den Collaboration Manager einfach selbst aus. Gehen Sie auf unsere Webseite www.collaboration-manager.com und tragen Sie Ihre Kontaktdaten in unser Antragsformular ein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie noch Fragen haben, finden Sie alle weiteren Informationen auf www.collaboration-manager.com oder rufen Sie mich einfach unter der unten eingeblendeten Telefonnummer an. Unsere heutige Zuschauerfrage ist schon heiß diskutiert worden. Wie kann man den Nutzen von Social Collaboration messen? Die Frage beantwortet uns Jürgen Mierbach von der T-System MMS.
Kaum ein Thema regt die Gemüter so sehr wie die Diskussion um den Nachweis des Nutzens von Social Communication Collaboration. Wir haben heute bei uns Herrn Mirbach, der Social Collaboration Berater ist bei der T-Systems MMS. Und nichts naheliegender als die Frage, so, wie misst man den Nutzen? Hallo Herr Kühn. Nutzenmessung für Social Collaboration ist in der Tat ein heiß diskutiertes Thema. Wir empfehlen unseren Kunden, ganz spezifisch auf den für sie wirklich relevanten Nutzen zu schauen. Denn Social Enterprise 2.0 für sich gesehen ist ja kein Ziel. Dabei hilft uns eigentlich Folgendes. Jedes Unternehmen hat eine Unternehmensstrategie, der Unternehmensziele zugeordnet sind. Da gibt es Handlungsfelder wie Innovation, Produktivität, Vernetzung und Management. Dazu kann man Use Cases zuordnen im Bereich Innovation, zum Beispiel Ideen diskutieren, die durch bestimmte Funktionen ausgeführt werden, wie Frage an die Community stellen. Funktionen kann ich messen, das heißt, auf der linken Seite leite ich KPI ab und in der Auswertung aggregiere ich dann Nutzen mit Aussagen zu den Handlungsfeldern und letztlich dann auch für die Unternehmensstrategie. Okay, was ich verstanden habe, ist, diese Herangehensweise, die hilft den Unternehmen, ihre Unternehmensziele zu erreichen. Und diese KPIs, also die Kennziffern, die werden ermittelt. Jetzt würde mich interessieren, wie die Ergebnisse zustande kommen, die letztendlich zu diesen KPIs führen. Genau, irgendwo müssen wir messen. Eingesetzte Instrumente dazu sind einmal Logfile-Analyse, Web-Analytics, dazu hat jedes Tool so auch so seine eigenen Funktionen, oder Nutzerbefragung. Auf der einen Seite, die Logfile-Analyse ist in manchen Unternehmen, was datenschutzrechtliche Auslegung angeht, etwas schwierig. Deswegen empfehlen wir auf jeden Fall auch Nutzerbefragung mit einzusetzen. Wir haben noch den Vorteil, dass sie sich an ihren Wissensdurst anpassen können. Ich habe das hier mal im Diagramm mitgebracht. Und da sehen Sie, hier oben links ist der Use Case. Und in der Befragung können wir auf Nutzerbewertung, Bekanntheit, Akzeptanz, Nutzung, Zufriedenheit auch eingehen und das in der Nutzerbefragung variieren. In einem Stimmungsbild nach 3 bis 6 Monaten kann man sogar prima nach Nutzererwartung, Bekanntheit, Akzeptanz, Nutzung fragen. Wenn man etwas später wiederum fragt, nach einem Jahr, da können wir schon wieder mehr auf Bekanntheit, Akzeptanz, Zufriedenheit und dann auch erste Nutzenaussagen konzentrieren. Wiederholung empfehlen wir natürlich und nach 2 Jahren haben Sie dann schon ein viel besseres Bild, was den Nutzen angeht. Diese Nutzensanalyse, die stellt ja wieder einen neuen Aufwand dar. Also ich habe festgestellt, dass nicht jedes Unternehmen auch bereit ist, nochmal wieder diesen Aufwand zu betreiben. Warum würden Sie es trotzdem vorschlagen, so eine Nutzensanalyse zu machen? Was bringt das den Unternehmen? Den Unternehmen bringt das eine ganze Menge. Einmal stellen wir fest, dass im Unternehmen immer einer ist, der irgendwo einen Business Case haben möchte und wissen will, wo steht das Projekt eigentlich. Auf der anderen Seite ist ein Social Collaboration Tool ist einfach auch eine neue Software. Und sie wollen auf jeden Fall die Mitarbeiter mitnehmen. Sie wollen, dass das in die richtige Richtung geht. Mhm. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit den ganzen Fehlern, die man bei der Einführung der E-Mail gemacht hat, warum wir jetzt diese Probleme mit der E-Mail haben. Mhm. Mhm. Und Nutzenmessung bietet ihnen einfach die Chance, hier proaktiv auf den Erfolg hinzusteuern. Mhm. Überlegen Sie mal, welche Antworten Sie auf Nutzererwartungen und erste Bekanntheit bekommen. Mhm. Wenn Sie dann schon wieder Hinweise haben für Aktionen, die Sie dann im Change Management, in der Kommunikation einsetzen, dann können Sie das ganze Ding auf den richtigen Weg bringen. Mhm. Und im Vergleich zu den Möglichkeiten, die Sie da mit diesem Instrument haben, ist der Aufwand wirklich überschaubar. Mhm. Klar, man muss intern mit Betriebsrat sprechen, man muss so ein Tool aufsetzen, man muss es einfach auch machen, man muss es auswerten, man muss sich den Maßnahmen stellen, man muss da diskutieren und das dann auch tun. Mhm. Aber im Endeffekt hilft Ihnen das, im Change Management noch nachzusteuern und proaktiv auf den Erfolg von Social Collaboration hinzuarbeiten. Mhm. Und ich denke, die Unternehmen, die das verstanden haben, die werden auch einfach früher die Früchte tragen, die Social Collaboration den Unternehmen verspricht. Mhm. Super, danke. So, Sie haben jetzt gerade Change Management angesprochen, das ist ein guter Aufhänger. Ich weiß, dass das in der Unternehmenspraxis nicht so ein sehr beliebtes Thema ist. Wie funktioniert es wirklich in den Unternehmen? Change Management muss man ein Projekt auch immer wieder neu verkaufen, ist meine Erfahrung. Manchmal darf man das Wort auch gar nicht in den Mund nehmen, sondern dann reicht auch ein Kommunikationskonzept. Aber Fakt ist ja tatsächlich, Sie kommen mit komplett neuen Arbeitsweisen, die Mitarbeiter umsetzen sollen. Sie kommen mit ganz vielen Anforderungen, die Mitarbeiter verinnerlichen sollen und das in einer relativ kurzen Zeit. Und das ist ja einfach so, Sie stehen im Büro,
und ihr Kittel brennt, dann rennen sie raus. Und wenn sie als Mitarbeiter diesen Kittelbrennfaktor nicht haben, ihre Verhaltensweisen zu ändern, wenn das nicht in den Hirn sich verankert, dann ändern sie die Verhaltensweisen auch nicht. Und das ist ein Punkt von Change Management, genau diese Dringlichkeit, diese Wichtigkeit herauszustellen. Deswegen ist Change Management ganz wichtig und wir versuchen es dann einfach auch in Kommunikationskonzepte, in Kommunikationsaktionen einzubauen. Und dann haben wir Change Management, ob wir es so nennen oder nicht. Okay. So, mit der Evaluierung des Nutzens, das habe ich sehr gut verstanden. Jetzt, wenn ich jetzt Unternehmer bin, dann würde ich trotzdem nochmal nachfragen und sagen, ab wann rechnet sich ein Social-Projekt? Gibt es da eine konkrete Berechnungsgrundlage dafür? Das ist pauschal zu beantworten sehr, sehr schwierig. Das ist ganz natürlich die Frage nach dem ROI, die sich aber über alle Unternehmen nicht beantworten lässt. Wir haben ja eben gesehen, der Einsatz der Social Collaboration Plattform, der kommt aus den Unternehmenszielen heraus, aus den spezifischen Handlungsfeldern für das Unternehmen. Und unserer Meinung nach funktioniert Social für ein Unternehmen immer besonders dann gut, wenn es für diese Use Cases dann auch funktioniert. Ist es denn dann tatsächlich so, dass ich Innovationsprozesse schneller durchlaufe, dass ich schneller neue Mitarbeiter in meinem Unternehmen habe? Immer dann, wenn ich da einen Haken dran machen kann, dann rechnet sich die Social-Plattform auch für mich. Dann ist unterm Strich auch ein ROI da. Super. Super, vielen Dank. Sag schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Herr Kühn. Sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir bleiben noch weiter dran. Danke. Die Diskussion ist definitiv nicht vorbei. Ja, das Thema Wandel sieht man auch hier. Es gibt einen definierten Event, Festival of Lights in Berlin. Und wo sich auch die Gebäude wandeln, hier an dieser Stelle die Siegessäule. Siegessäule, gut, dass du das erwähnst. Die Gewinner unserer letzten, der dritten SharePoint-Sendung, waren zwei Tickets für die SharePoint-Days in Berlin. Thomas und Jürgen haben sie gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, gerne. Das war 2013. Sensationell, vier Sendungen. Haben wir gut gemacht, oder? Haben wir gut gemacht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön mal an das Team, was hinter der Kamera dafür gesorgt hat, dass die Bilder auch und die Ton so gut rübergekommen ist. Genau, und natürlich ein herzliches Dankeschön an die Zuschauer und natürlich auch die Unterstützer dieser Sendung. Also vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich auch auf 2014, auf weitere Sendungen. Wir sind immer offen für Ideen, Anregungen und Vorschläge. Die kann man wohin schicken? Genau, wir blenden das hier nochmal ein, einfach dort nochmal hinsenden, Vorschläge und Anregungen, die wir gerne aufnehmen werden in der zukünftigen Sendung, auch 2014. Und die nächste Sendung wird sich um das Thema Projektmanagement drehen. Das haben wir uns vorgenommen. Super. Gut. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Gute Sendung, tolles Jahr. Danke.